Ja, 1997 war das Jahr, wo ich als erster mit dem Mountainbike da oben die Zugspitze runtergefahren bin. Derzeit ging die ganze Geschichte mit der Bahn auf die Zugspitze hoch und es wurde im Prinzip nur die Abfahrt berücksichtigt. Ja, und im letzten Jahr ist dann der Philipp mal hier hingekommen, hat mich besucht, als ich in der Zugspitzarena für die Bike Guides gearbeitet habe. Und wir saßen abends beim Bier zusammen und wie es so ist beim Bierchen, da sagt er, ja, geile Aktion, kann ich mir schon vorstellen, aber das muss man als Gesamttour sehen, da muss man auch hochfahren. Ja, und dann gab es noch ein Bier und dann war die Aktion fest. Das Wetter, das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Der Wetterbericht ist nicht so, wie wir uns ihn eigentlich wünschen. Schauen wir mal, aber wir sind gut gerüstet. Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. So, das Abenteuer kann losgehen. Heute Morgen nach dem Aufwachen haben wir ein bisschen sparsam geguckt. Es hat da oben Wetterwechsel gegeben. Es hat geschneit, neue Herausforderungen. Der Schnee wird uns ein bisschen zu schaffen machen da auf dem Weg nach oben. Runter können wir hoffentlich trotzdem alles fahren und zum Glück haben wir ja genügend Bergerfahrung, um das Abenteuer trotzdem in Angriff zu nehmen. Auf geht's! Los, Arte! Ja, das ist ja Wahnsinn. Unglaublich schwerer Weg da hoch. Das ist ja eine Schlepperei gewesen, die sich gewaschen hat. Und jetzt
das erste Stück runter war natürlich auch wegen dem Schnee überhaupt keine Chance zu fahren, viel zu gefährlich. Aber jetzt gleich wird es dann losgehen, ab aufs Rad und Freeride. Richtig. Und außerdem noch als positiven Effekt hier absolut hervorzuheben, das hätten wir uns hier oben nie gedacht, dass das Wetter so aufreißt und dass wir so ein Panorama haben. Ich finde es geil, ich freue mich. Everyone's gone, I'll stay alone, but I don't mind, I met a new friend today. I can hear his voice in my head, it feels like he became a part of myself. He will call his ugly on me, and they will get the sinners out of my way. I'm so happy, but don't worry, no, I don't wanna take my medics today. They won't give up, they won't break down, they're made of steel. They won't give up, they won't break down. My arm is made of steel. Can't you see the smile on my face? I find it funny, whatever you might say. He's still living inside of me, and I don't want him to get out anyway. He will call his ugly on me, and they will get the sinners out of me. Sau schwerer Tag heute, das ganze Ding da hoch, unglaubliche Tragepassage über den Klettersteig. Runter ging ja dann auch erstmal gar nichts mit dem Schnee, aber unten raus, saufeiner Trail, super technisch. Und im direkten Vergleich zu 1997, als wirklich nur bergab ging, das war schon hart, muss man wirklich sagen. Man braucht ja eigentlich jeden Zentimeter komplett Konzentration, Koordination und im Zusammenhang mit dem ganzen Aufstieg und mit der Kraft, die man für den Aufstieg braucht, war man da schon am Limit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es war cool.